2011, meine Freunde. 2011 ist es das erste Mal passiert und seitdem können wir es uns nicht mehr wegdenken. Die Worlds. Ein Event, was einfach das Jahr erleuchtet. Ja? Jedes Jahr ab Januar haben wir ein Ziel im Kopf. Das sind die Worlds. Wir als Fnatic-Fans können uns glücklich schätzen, haben die schon mal gewonnen. Ne? Können nicht so viele andere Teams von sich behaupten. Sind häufig da, können auch nicht so viele andere Teams von sich behaupten. Aber hyped sind wir alle. Ja? Das ist geil. Und seit letztem Jahr haben wir hier auch in der LTS die schöne Tradition. Dadurch, dass wir es jetzt das zweite Mal machen, ist es quasi eine Tradition. Uns auf die Worlds ein bisschen vorzubereiten mit wunderbaren Predictions. Und letztes Jahr waren wir so krass gut. Ich glaube, wir haben 95% unserer Picks waren tatsächlich on point. Wenn ihr uns zuhört, werdet ihr bei den Pick-Ems wahrscheinlich den Hauptpreis gewinnen. Deswegen freue ich mich ganz herzlich, meine beiden Top-Analysten der ganzen E-Sports-Szene mit dabei zu haben. Das sind einmal der gute Joris und einmal Louis. Herzlich willkommen. Guten Tag. Direct Shots, nicht durch die Play-ins. Wenn du alle Punkte haben möchtest für die Pick-Ems, nicht Fnatic Ey, Hey, was? Schiri. Zu den Themen kommen wir später, wer reinkommt und wer nicht. Aber ja, wer will kurz eine Einführung machen, wie es letztes Jahr lief und wo wir vielleicht anknüpfen müssen? Joris, erzähl mal, komm. Oh, nee, lieber nicht. Ich bin immer noch traumatisiert vom letzten Jahr Worlds Finale. Nein, ich meine gar nicht Worlds Finale, sondern unsere Predictions und der ganze, also wie unsere Ach Predictions so so, liefen. also wir waren ja uns ganz klar einig, dass DFM weit kommt. Dem war leider nicht so. Wir waren uns alle einig, dass DRX nicht weit kommt. Dem war leider auch nicht so. Haben gewonnen. Jedes Mal, ich muss an Carrier, immer an Carrier, wie er heult, denken. Es war Wegen so diesem krass. Finale-Ding. Wir haben gesagt, DRX kommen nicht aus den Plains. Dann haben wir gesagt, DRX kommen nicht aus der Gruppenphase. Dann haben wir basically jedes Mal gesagt, die verlieren ihr Knockout-Game. Und dann haben sie halt die Worlds gewonnen. Ja, gut, aber ich finde, gerade bei E-Sports finde ich es immer ein bisschen schwierig, so Predictions abzugeben, die 100% nachvollziehbar sind, so. Ja. Weil, also du siehst ja, wie bei Worlds letztes Jahr, so, ich meine, unsere Picks hätten vielleicht, also klar kann man sagen, dass wir einfach vielleicht uns besser hätten informieren können oder so, aber man muss natürlich auch sagen, die Games hätten auch einfach anders ausgehen können und demnach, also, die Also, hätten auch direkt rausfliegen können, so, es ist weißt du, schon oder? sehr Coin-Flippy, diese ganze League of Legends-Kram. Es gibt ein paar Teams. Was würdet ihr sagen? Seit wann schaut ihr Worlds? Erste Frage. Seit wann schaut ihr Worlds? Also ich schaue seit 2015. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob ich Worlds schon seit 2015 schaue. Also Competitive auf jeden Fall seit 2015, aber ich glaube Worlds erst seit 2016. Welches war für euch das dominanteste Team bei einer Weltmeisterschaft? Wir alle können nicht Samsung White sagen, weil wir die nicht gesehen haben. Ich Dementsprechend. muss sagen, ich fand 2015 SKT war schon brutal. Ja. Also es kann natürlich sein, dass ich es auch ein bisschen romantisiere, weil es halt Ewigkeiten her ist. Es war Immer schon schwierig zu brutal. sagen. Es war schon sehr brutal. Wie viele Games haben die in den Best of Fives in Ich glaube, die Worlds haben ein insgesamt einziges getroffen? Spiel verloren, glaube ich nur. Gegen Q-Tigers im Finale haben sie eins verloren. Ich glaube, die haben bis zum Finale keins verloren. Glaubt nämlich auch. Ich Joris, glaube, du die sind darfst nicht im nicht Halb. SKT 2015 sagen, weil du es nicht geschaut hast. Du musst was anderes sagen. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Also, ich würde nicht sagen IG, weil die haben in der Gruppenphase damals gegen Fnatic sehr gestruggelt, als die Worlds gewonnen haben. Deswegen fällt 2018 schon mal raus. 2019 G2 war, glaube ich, auch nicht so bad. Also, ich glaube, was war es, FPX da? Die waren auch nicht so dominant. Das war doch ein 3-0-Finale. Ja, aber ich glaube, die sind nicht so locker durchs Turnier durchmarschiert, oder? Lass mich mal kurz durchgehen. Redet ihr so lange, ich muss mal suchen. Also für mich wäre es auch 2015.
Es steht natürlich im starken Kontrast dazu, dass danach das Jahr komplett anders lief. Mit 2016, wo SKT zwar auch gewonnen hat, aber übelst gestruggelt hat. Hier kommt der Take Damwon 2019. Was sagst du dazu, Louis? 2020, nicht 2019. Schon auch hart, aber ich glaube, also ich weiß, dass 2015 war halt so dieses Ding, dass SKT da als Favorit reingegangen ist in die Worlds und einfach alles gewonnen hat und nicht ein einziges Spiel, weder in der Gruppenphase noch irgendwie in der Best of Five, kein einziges Spiel verloren hat bis zum Finale, wo sie dann 3-1 gewonnen haben, was jetzt auch jetzt nicht unsouverän war. Ja. Also, also ich muss auch sagen, ja. Ich bin mir nicht sicher, wie. Also, ich kenne nicht jeden Spielstand mehr auswendig und auch nicht mehr jeden Turnierstand. Damwon-Finale war gegen Suning, oder? Also, 2020 war ich komplett raus irgendwie. Da habe ich auch wenig Worlds geschaut, muss ich. Also, es war Damwon gegen Suning. Ich fand, das Finale war da nicht so. Auch. Also, es ist jetzt länger her schon. Aber ich habe da bei weitem nicht das Gefühl gehabt bei dem Turnier, dass es so dominant ist wie SKT 2015. 2015 hast du es wirklich gespürt einfach. Gefühlt seit dem ersten Spiel der Gruppenphase hast du gespürt, dass SKT da eine ganz andere Hausnummer ist. Und das hat man 2020, würde ich sagen, nicht gehabt. War Damwon da überhaupt der First Seed? Weißt du das? Ich weiß, dass 2015 war es halt auf jeden Fall so, dass es quasi, das hat sich angefühlt, wenn man da zugeschaut hat, als wären es alles quasi zweitklassige Teams, um es mal ein bisschen gemein zu sagen. Im Vergleich zu SKT, ja. Und dann hast du halt SKT, die halt einfach alles weggestompen. Also wirklich ohne. Da habe ich mich auch richtig, war ich richtig sauer, weil zu der Zeit war ich nämlich Origin-Fan. zu der Zeit war ich Fnatic-Fan, was soll ich sagen? Genau, und die waren Origin-Fan und dann lief das richtig, richtig gut für Origin in den Worlds, was niemand so gedacht hätte. Also kurz zum Recap: 2015 waren actually zwei EU-Teams im Halbfinale. Fnatic in der einen Seite und Origin auf der anderen Seite. Das war krass damals. Ja, und beide haben verloren, aber ja. Das ist nicht richtig. Joris, was hast du herausgefunden? Ich weiß, dass ich nicht viel mehr weiß. Okay. Also was ich noch einfällt. Außer, dass ich doch World 2015 doch geschaut habe tatsächlich. Okay. Habe ich aus meiner Recherche rausgekriegt. Also was mir noch als dominantes Team im Kopf geblieben ist, war Longju. Als sie 6-0 in der Gruppe gegangen sind, in dem Jahr, glaube ich, als Einzige. Und wirklich alle dachten so, krass, die haben gerade in Korea krass gemacht, jetzt sind die hier krass. Und dann sind die im Quarterfinal komplett auseinandergefallen. Das war actually die Gruppe, in der Fnatic war, und die sind da mit dem 2-4 noch weitergekommen. Ich muss sagen, ich finde ehrlicherweise, dass Gruppenphasen musst du immer irgendwie ein bisschen aufpassen, so. Weil ich gerade so China und Korea, das sind beides so Regionen, die so in Best of Fives erst so richtig aufdrehen, weißt du? Ja, aber genau deswegen finde ich es begeisternd, wenn ein Korea-Team in Best of Ones übelst rasiert. Weißt du, ich kann verstehen, ja, wenn ein Korea-Team für 4-2 geht und danach alles gewinnt. Das macht Sinn in der Argumentation. Aber es war ja genau andersherum. Longju ist in der Gruppenphase einfach 6-0 gegangen und danach waren sie halt ja, trash. Genau, das ist aber so das deswegen habe ich die so. Genau, deswegen habe ich die als sehr dominant wahrgenommen damals. 2000, was war das? Die haben sich dreimal umbenannt. Das ist, was jetzt DRX ist. Die hießen dann irgendwann Dragon X. Da, früher, als sie Longju hießen, waren sie. Kingzone. Kingzone Dragon X, ja. Und jetzt heißen also sie halt DRX. Sagen, 2020 kann ich mich nicht so gut dran erinnern, weil ich glaube, das war das Jahr nach 2019, wo und da hatte ich PTSD und habe wenig über es geschaut. 2020 kann ich mich nicht so gut dran erinnern, weil ich glaube, das war das Jahr nach 2019. Louis, krass. Base Take. Meinst du wirklich, seit 2020 war nach 2019?
Ja, nee, also es war halt nach dem OnePlus Phoenix Dilemma, sag ich mal. Ich musste leider schon loslachen, als du noch nicht fertig warst. Es war ein geiler Satz. Ja, also gut, wollen wir nicht länger über alte Worlds reden, würde ich sagen. Für alle Zuschauer, einmal als Info, die Worlds werden ausgespielt ab dem 10.10. Das heißt, ja, dieses Qualifying-Match müsste am 9. oder so sein. Bis zum Finale am 19.11. so rum. Und fast alles passiert um 9 Uhr morgens. Geht's los und dann halt, keine Ahnung, die 5 bis 8 Games pro Tag, wie man es halt kennt. Das heißt, Vormittags-Sessions sind's für uns. Finde ich ganz gut. Weil ich hatte Angst, dass es wieder so 3 Uhr Nachts-Sessions wären. Und da sind wir ganz gut weggekommen. Jetzt kommen wir einmal kurz zum Format und was das Format für uns heute auch heißt, weil es ist ganz anders, wird es heute laufen als als letztes Jahr. Soll ich das Format erklären oder möchtest du, Joris? Nee, mach ruhig du. Du hast dich doch extra noch damit auseinandergesetzt. Ja, nee, ich hab's einfach auch noch ganz kurz durchgelesen. Okay, also basically können wir Worlds in 3 Stufen einteilen plus eine Vorstufe. Vorstufe ist Golden Guardians versus BDS, Best of 5. Wer gewinnt, kommt weiter in die Plains. Erste Phase dann offiziell sind die Plains, wo 8 Teams spielen. Das heißt, die Plains sind kleiner geworden. Ist sehr gut. Da spielt aus den Major Regions nur das Team, was in diesem Qualifying Series Golden Guardians gegen BDS, BDS gewonnen hat. Und dann 4 Teams aus richtigen Minor Regions quasi. Also das sind Loud, MR7, DFM. Ah ne, actually nur 3. Nur 3. Weil die anderen Minor Regions wurden alle gekillt. Russland gekillt, Türkei gekillt und Ozeanien auch gekillt. Alle weg. Und dann gibt es halt noch GAM und Team Wales und PSG und Flying Oysters aus Vietnam und der PCS, genau. Und davon, die spielen Double Elimination und das in Best of 3. Die Gewinner des Upper Brackets spielen gegen den gegenüberliegenden Gewinner des Lower Brackets. Das heißt, es gibt auch noch Cross von den verschiedenen Brackets, sodass theoretisch jedes Team weiterkommen kann. Also jede Kombination von Teams weiterkommen kann. Das ist ein Thema, was wir weiterhin haben werden. Von denen kommen dann also 2 weiter. Ich glaube, das letzte Ding ist dann Best of 5. Und dann kommt die Mainstage, wo wir ein Swiss-Format haben. Es sind die 4 Teams aus LPL, LCK, 3 aus LEC, 3 aus LCS, plus die 2 aus den Play-Ins, die weitergekommen sind. Das heißt, mindestens ein Team wird meiner Region sein. Also wieder so wie früher. Und da ist es basically so, du spielst immer gegen jemanden, der den gleichen Score hat wie du. Also wenn du 0-0 stehst, spielst du gegen irgendwen mit 0-0. In der ersten Runde darfst du auch nicht gegen Leute aus der eigenen Region spielen und es gibt Pools. Dabei sind einfach, es ist total busted, was die Pools angeht. Da gehen wir nachher drauf ein. Es ist super dumm. Und danach spielst du, wenn du 0-1 gegangen bist, gegen ein Team, was auch 0-1 gegangen ist. Dann ist es noch so, dass die Spiele, wo man nicht eliminated oder quasi weiterkommen kann, sind Best of One. Und dann, sobald man 0-2 oder 2-0 oder 1-2 oder 2-1 steht, kommt eine Series, wo man ja quasi seinen dritten Win oder dritten Lose holen kann. Und diese Series, alle sind dann Best of Three. Das heißt, man muss, um weiterzukommen, mindestens 2 Best of One und 1 Best of Three gewinnen. Kann aber auch anders laufen. Und am Ende kommt halt die Hälfte der Teams weiter. Dann haben wir Single Elimination, Best of 5, Bracket, wie immer. Das ist das Format. Erstmal so. Das Einzige, was ich wirklich ansprechen will, kurz, ist, dass wirklich jede Kombination an Teams weiterkommen kann. Wir haben nicht eine Gruppe, wo quasi zwei Teams rausfliegen müssen, sondern es könnte sein, zum Beispiel, dass Teams, die sonst in eine Gruppe gemischt worden wären, jetzt alle weiterkommen. Ist für die Predictions eigentlich ganz geil, weil wir nicht einzelne Gruppen anschauen müssen, sondern einfach sagen können, wer sind die Top 8 Teams und was glauben wir, wer weiterkommt.
Bisschen peinlich wird es dann, wenn wir wieder sagen, DRX fliegt raus. Aber naja. Was sagt ihr zum neuen Format? Den Fehler mache ich nicht zweimal. Was sagt ihr zum neuen Format im Allgemeinen? Nee, besser, schlechter? Ich habe ehrlich gesagt, es ist auf jeden Fall kompliziert, da kann ich zum Nachvollziehen. Aber ich meine, solange sie gute Games liefern, ist mir das eigentlich egal. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es verwirrend ist, aber es hat schon Potenzial. Aber ich weiß nicht, ob es schlechter oder besser zwangsläufig dadurch wird. Also ich finde, ehrlich gesagt, noch ein Take. Ich finde, man hätte weder EU noch NA ein viertes Team geben müssen, ja, sondern hätte das die Wildcard geben können. Das finde ich auch. Das ist, naja, gut. Das finde ich auch, aber gut, das ist ganz schön, können wir nichts machen. Hätte man das Ozeanien-Team wieder einladen können, gehen sie 0-2 und irgendwer. Ja, oder irgendein Türkei-Team. Da habe ich doch, habe ich glaube ich, beim letzten Mal irgendwie draufgesetzt. Aber wir können nicht einfach den. Ja, ja, die hatten ja auch sich gar nicht so schlecht geschlagen. Aber die Sache, die mir noch. Also, CSGO hat das Format in letzter Zeit häufiger gehabt mit dem Swiss in der Gruppenphase. Ich fand es da immer geil. Und vor allem, was ich besser finde, es gab ja immer quasi die erste Hälfte der Gruppenphase, wurde ja immer gespielt. Mäßig zwei Spieler aus jeder Gruppe. Jeden Tag, ne? Und dann nach 4 Tagen war man mit der ersten Hälfte durch. Und dann kam die zweite Hälfte. Und da wurde ja immer jede Gruppe an einem Tag ausgespielt. Das heißt, es gab einen Termin, an dem hatte dann Fnatic 3 Games. Erinnert ihr euch? Ja. Und wenn es Tiebreaker gab, dann hatte Fnatic halt mal 5 Games. Oder jedes andere x-beliebige Team. Das passiert hier halt nicht. Du hast einfach keine Gruppen, deswegen hast du auch nicht Spiele, die sich gegenseitig. Du hast auch nicht Spiele, die nichts mehr bedeuten, was du auch bei so einer Gruppenphase dann hattest. Immer an diesem Tag, wo alles ausgespielt wurde, hattest du das Gefühl, die Hälfte der Games ist irrelevant und die andere Hälfte der Games ist super wichtig. Da spielt ein Team ums Überleben und das ist irgendwie eine Mechanik, die finde ich nicht so geil. Ich finde aber, das hat immer viel auch damit zu tun, weil die Games, wo man am Anfang denkt, okay, die sind irrelevant, die haben dann vielleicht halt am Ende vom Spieltag doch noch irgendwas zu entscheiden. Ja, aber das Team, was schon 0-3 ist, in einer Gruppe, wo es recht even ist sonst, ist nach ihrem ersten Lose raus. Ja. Gut. Und es hat halt immer genervt in der Gruppenphase, dass du dann auch auf der einen Seite Team hattest, was gewinnen wollte, und auf der anderen Seite ein Team hattest, was quasi schon raus ist. Zum Teil haben die dann auch Drafts gemacht, die super Coin-Flippy waren. Und dann hat das Team, was gewinnen wollte, verloren, weil die Gegner einen Coin-Flip quasi gewonnen haben in dem Moment, weil die einfach einen 75-25-Play gemacht haben, was du sonst nie machen würdest, wenn es dir noch darum geht zu gewinnen, weil du dann für sichere Plays gehst und nicht für welche, die in den meisten Fällen dein Lose bedeuten. Das sind so Dinge, die ein gutes Format, würde ich sagen, verhindert sowas. Auch so Fußballturniere, wo zeitweise zwei Mannschaften lieber 1-1 spielen wollten, statt das Spiel zu gewinnen, so nach dem Motto. Sowas muss eigentlich durchs Format verhindert werden und hier wird es halt durchs Format verhindert. Also sowas gibt es jetzt einfach nicht mehr. Das finde ich besser. Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, aber das könnte Fnatic's Miracle Runs ein bisschen entgegenwirken. Naja. Ja. Jetzt musst du halt einfach schauen, in der Swiss Stage, dass du einfach das 8. beste Team bist. Und wenn du das 9. beste Team bist, dann fliegst du in dem letzten Decider-Game raus. Und dann ist es halt so. Finde ich okay. Fnatic ist natürlich das 8. beste Team, mindestens. Aber welches Team das beste ist, darauf wollen wir jetzt eingehen. Erstes Game, was wir zu predicten haben, ist Golden Guardians versus BDS. Es ist Worlds Qualification Series. Offiziell ist es ja gar nicht Worlds. Sie spielen zwar schon in Korea, aber. Ja, gut. Wer nimmt die Opposition und nimmt Golden Guardians? Ich mach das. Klingt auch, ging aber schnell. Joris ist komplett mad. Sehr gut. Verrat am Heimatland. Ja, bin ich Franzose? Nee, aber wenn es um Worlds geht, da kann man auch mal für die Franzosen sein. Also, Golden Guardians im Spring Split habe ich sehr gefühlt.
sind ein bisschen abgefallen im Sommersplit. Ja, ich habe ein bisschen in A geschaut, aber ich habe vor allem die Ergebnisse gesehen. Die sind ein bisschen abgefallen. Ich hätte eh lieber, dass hier Flygfest ist, aber die sind 10. oder 9. geworden. Dementsprechend war das dann keine Hoffnung mehr. Ich glaube, die haben legit eine Chance. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, weil ich schaue keine Minor Regions. Die haben legit eine Chance hier. Wenn BDS nicht ihre Form zurückgewinnt, die sie im Spring Split hatten, sondern weiter in Summer Split Form spielt, dann hat Golden Guardians hier eine Chance, sage ich so. Ja. 3-1 BDS. Ich muss sagen, ich finde von den Leuten, die das spielen, finde ich natürlich schon Golden Guardians um einiges cooler. So, weil ich meine, so ein Stixxay, den kennt man ja auch schon seit gefühlt 10 Jahren. Ja. So, Huhi, dasselbe. Ja, okay. Die Zeit, als er noch Midlaner war. Zusammen mit Stixxay, actually, damals bei MSI. Ja. Und ja. Ole kennt man auch, obwohl er jetzt Academy ist, aber das ist ja nicht so wichtig. Also den kennt man, glaube ich, hauptsächlich, wenn man den Agurien Korea Climb ein bisschen verfolgt hat. Ja, ich kenne den von früher, LCS. Ja, oder von da. Also es sind schon gute Spieler bei Golden Guardians. Sie spielen halt in NA. Sie spielen halt in NA, ich weiß. Aber außerdem muss ich leider auch noch sagen, ich habe eine tiefe Antipathie gegen Crowny irgendwie. Aber ich kann nicht erklären, warum. Ist tatsächlich sehr nett. Also das war sehr wholesome in dem Podcast von, wie heißt denn das? Euphoria mit dem. Ja gut, aber da war Lida auch wholesome. Damn, okay. Joris, wieso gewinnt BDS? Hau mal raus. Adam Gap. Der macht Licorice fertig. Außerdem, Max Q und ich sind BDS-Believer. Okay. Ja, ich finde es auch sehr gut, wenn BDS gewinnt, so für EU. Aber wollen wir uns jetzt auf eine Sache einigen, einfach um die folgenden Diskussionen leichter zu machen. Egal, wer dieses Match gewinnt, kommt in den Play-ins weiter und fliegt in der Mainstage sehr schnell raus. Sind wir uns da einig? Ja. Ja. Okay. Dann gehen wir nämlich weiter zu den Play-ins. Ich lese nochmal die Teams vor, die dabei sind. Und ihr überlegt euch, dadurch, dass wir jetzt festgelegt haben, der Gewinner, also EU oder NA, kommt weiter in Play-ins, bleibt nur ein Spot übrig. Geht der an? Loud, Movistar Riders, Detonation Focus Me. Don't do it, Joris. Don't do it. Gigabyte Marines, Team Wales, PSG oder Flying Oysters. Lass bitte Flying Oysters sagen. Also, für mich ist die Contention tatsächlich zwischen Gam, Loud und Flying Oysters. Loud? Warum Loud? Okay. Weil Loud. Nein, eigentlich ist Loud schlecht. Okay, ja, schon recht. Ich wollte ein neues DFM aufmachen. Wenn ich realistisch bin, würde ich sagen PSG. Ja. Weil das hat so, man hat die Geschichte gezeigt, dass die eigentlich gar nicht so schlecht sind. Mhm. Wenn ich hoffen müsste, würde ich natürlich sagen Movistar. Wieso? Weiß ich nicht, irgendwie so mexikanisch oder was das ist. Lateinamerika ist es, ja. Ja, finde ich. Ich find das nämlich super geil, wenn Lateinamerika, Loud oder Movistar, einfach in die Mainstage kommen gegen ein NA-Team und die dann fertig machen. Oh, das wäre so geil. Oh, das wäre auch geil, wenn die Golden Guardians raushauen, falls Golden Guardians weiterkommen. Ja, das wäre super. Und dann kauft TSM einen Spot in der brasilianischen Liga. habt ihr mitbekommen, wer TSMs Spot gekauft hat, by the way? Nee. Shopify Rebellion, oder richtig, nicht? Richtig, ja. Ah, ja. Auch wild. Sehen wir dann nächstes Jahr bei den Worlds. Boah, da gibt es, glaube ich, so eine ganz wilde Shopify-Ronaldo-Werbung. Okay. Und dann die ganze Zeit so, Shopee. Anstatt seinem Sü. Ja. Wenn sie genug Geld haben, I guess.
Also sie scheinen genug Geld zu haben, aber sie haben auch nicht so viel Geld für den Spot ausgeben müssen, wie damals, als der Echo Fox Spot verkauft wurde. Der wurde ja für so 35 Millionen oder so verkauft. Ja, keiner möchte in NA spielen. Und der jetzt wurde zwischen 10 und 15. Das ist schon echt. Ist es nicht so, dass es irgendwie fast wieder zu Anfangszeiten zurück war? Anfangspreis waren 12 Millionen, glaube ich. Für Teams, die außerhalb sind. Also, ganz schön tough. Oder waren es 10 aber Millionen? Tatsächlich, um Danny glücklich zu machen, das Team, wo am ehesten weiterkommt, glaube ich, neben BDS, ist tatsächlich Flying Oysters. Ich glaube halt, eigentlich sind es PSG oder GAM. Und letztes Jahr habe ich gesagt, GAM schafft es. Und ich wurde bitter enttäuscht. Also sage ich dieses Jahr PSG, weil ich mit dem Trend schwimme. PSG ist halt besser als Flying Oysters. Und wir haben nur einen Spot, weil im Finale der PCS hat PSG doch gewonnen. Dann, ja, also man muss einfach historisch sagen, PSG hat einfach die Nase vorn. So ja gut, aber die meisten Spieler, die damals das historische PSG geprägt haben, sind ja jetzt auch, glaube ich, nicht mehr da. Ja, klar. Aber so das, die kenne ich, die nehme ich. So. Das ist du die richtige Einstellung. Du musst allerdings bedenken, dass das Finale ja trotzdem 3-2 war. Ja, also, aber so eindeutig war es jetzt auch nicht. Es war nicht so eindeutig, aber am Ende des Tages haben sie es halt doch gewonnen. Es gibt eine realistische Chance, dass Flying Oysters es gewinnt. Ich würde sagen, man darf Vietnam nie abschreiben. Also GAM oder Team Wales können auch krasse Sachen abziehen plötzlich. Aber der Safe-Pick ist hier PSG. Weißt du, was ich super fände? Ist, wenn du jede einzelne Region einfach nur noch zwei Teams hinschicken darf. Aber jede Region. Boah, nein. Dann willst du die Hälfte der Spiele super nicht sehen. Dann hast du da, nein, dann hast du da das Antarktis ist, irgendwas. Was? Nein, das ist Quatsch. Türkische Liga. Hast du aus Deutschland die Maniac Miesmuscheln? Wo Maniac 5? Ja, ich kenne nur ein M5, sorry. Ja, Maniac 5, genau. Man kennt nur das Gute. Okay, also ich sag PSG. Joris, was sagst du? DFM. So nein, delusional. Flying Oysters. Und Louis geht auch für PSG? Ja. Soll ich? Nee, komm, ich believe und sag, es macht Movistar. Dann, ich muss kurz was überlegen. Also er sagt, es macht Movistar. Ihr könnt jetzt schon mal überlegen. Das Team, was ihr jetzt ausgewählt habt. Wie das Team quasi in der Mainstage dann performen wird. Ich nehme doch PSG. What? Wie viele Games sind jetzt in der Mainstage? In der Mainstage, du musst so lange spielen, bis eine deiner Series quasi, bis eine deiner Zahlen eine 3 ist. Ach so, du spielst danach auch nicht mehr weiter, oder was? Nein. Du kannst also 3-0 gehen. Ja, aber es können nur zwei Teams 3-0 gehen. Es können nur zwei Teams 3-0 gehen. Aber, also es sind ja maximal 5 Games, oder? Weil du entweder 3-2 oder 2-3 gehen kannst. Genau. Also irgendwas zwischen 3 und 5 Series hast du. Die Frage ist jetzt gerade nur, was macht dein DFM? Ja, nee, ich bin gerade, ich glaube, Flying Oysters geht einfach gnadenlos 0-3 unter. Ich bin nämlich, glaube ich, auch ehrlich. Ich glaube, Movistar geht auch 0-3 unter. Aber Leute, PSG, das Ding ist, was ihr bedenken müsst, wenn man erstmal 2 Games verloren hat, dann spielt man nur gegen die Teams, die auch 2 Games verloren haben. Das heißt, PSG trifft am Ende auf NA. So. Ich glaube, die können da was holen. Ja, gut, ich meine, PSG würde ich sagen 1-3. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Historisch gesehen geht doch NA eher 0-6 als PSG, oder? Aber du darfst auch nicht vergessen, dass es ja 4 chinesische Teams gibt, 4 koreanische Teams, auf die du auch treffen kannst, weil ja nur 2 Teams 3-0 gehen können. Aber die gehen dann 1-1 und so weiter.
Die droppen, ja, die droppen vor, nicht stehst, in, die gehen nicht 0-2. Ja, aber stell dir mal vor, du stehst 0-2 und dann spielst du irgendwo, weil die ein bisschen unlucky gespielt haben, triffst du dann auf JD. Nein, du kannst nicht 0-2 auf JDG treffen. Nein, passiert nicht. Nein, das passiert nicht. Ja, aber stell dir vor, du bist T1, kriegst in der ersten Runde Gen G. Okay, ganz kurz. Zur Mainstage. Wir sind jetzt bei der Mainstage angekommen. Erkläre ich nochmal, wie es läuft. Die Teams haben ja Pools. Also der First Seed ist Pool 1, Second Seed Pool 2. Playing Spots sind beide Pool 4 quasi, von LEC und LCS, wenn man es so will. Dann hast du vier Pools, vier Teams. In der ersten Runde spielt ein Pool 1-Team immer gegen ein Pool 4-Team und ein Pool 2-Team immer gegen ein Pool 3-Team. Außerdem darfst du in der ersten Runde nicht gegen welche aus deiner Region spielen. Das heißt, viable Gegner für Fnatic sind ausschließlich LNG. Ich weiß nicht, wer es bei der LCK ist. Ich weiß die Reihenfolge nicht. Aber Team Liquid und DK oder KT. Das sind die Gegner, die du nur ziehen kannst. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir gegen Team Liquid spielen. Ja. Obviously. Und so läuft das für jedes Team. Das heißt, T1 kann nicht erste Runde auf Gen G treffen. T1 kann erste Runde auch nur auf so Mad Lions zum Beispiel treffen. Jo, Team Liquid. Mad Lions freut sich und schon. Und LNG halt. Also du kannst Pech haben, okay? Sagen wir, du hast so hart Pech, dass du tatsächlich auf dass T1 tatsächlich auf LNG trifft. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass JDG und GenG gegen den vierten Spot von irgendeiner Region irgendwas verlieren. Das heißt, die sind schon mal weg. Könnte tatsächlich ja dann taktisch ein Vorteil sein, das erste Spiel zu verlieren. Eigentlich nicht, nein. Ja, also ich meine, wenn du jetzt, also es ist nicht so schlimm, wenn du das erste Spiel verlierst, weil du dann ja gegen ein schlechtes Team spielst. Ja, aber das Ziel sind 3 Wins. Und die Wins werden nicht leichter dadurch. Ja. Es macht keinen Unterschied. Es macht keinen Unterschied, ob du deinen ersten Lose direkt am Anfang oder mittendrin holst. Der Ausgleich, gegen wen du spielst, ist dann jedes Mal gleich. Das ist extra verlieren macht weniger Sinn. So, ja, aber, klar, also extra verlieren meine ich auch nicht. Also zurück zu meinem Punkt. PSG wird gegen ein Top-Team spielen, verlieren. Dann in den 0-1ern kannst du noch auf echt harte Teams treffen, aber in den 0-2ern, es gibt 4 Teams, die 0-2 gehen erstmal. Also nur 4 Teams, die 0-2 gehen. Ja. Das sind NA-Teams, LEC-Teams und PSG. Wer sagt dir, er geht von EU 0-2? Ja, also auf jeden Fall das Team, was weiterkommt, ob Golden Guardians oder BDS. Mad Lions BDS. Ja, so ein Ding. Und dann denke ich, Team Liquid geht auch 0-2. Mad Lions hat auch die Kapazität, 0-2 zu gehen. Ja, Joris sagt ja gerade Mad Lions. Und bei Fnatic bin ich ehrlich, wenn Fnatic 0-2 geht. Mach nicht diese jetzt, was soll das? Dann gehen die auch nicht 3-2, sondern dann gehen die 0-3 raus. Nein, die gehen ja, weil der Miracle Run ja erst bei 3 Loses anfängt bei Fnatic. Oder bei 4 sogar, glaube ich, war einmal, ne? Ja. Das war, glaube ich, so ein richtig geiles Fnatic-Video. No team has ever made it out of grooves after starting 0-3. We started 0-4 oder sowas. Ja, so. Und dann kam dieses Comeback. Bam, bam. Aber ein Comeback in diesem Format ist, du gehst 0-2 und gehst dann 3-2. Das ist die Cinderella-Story. Spielst du 3 Best of Threes und gewinnst die alle. Ja, ich glaube, das ist, aber Fnatic ist so, die tilten auch mal rein, weißt du? Ey, jetzt mach nicht diese. Trimby ist so ein kleiner Tilter tatsächlich. Boah. Ja, Trimby wird da eh nicht. Dann kommt da, wenn sie 0-2 stehen, die Kalista-Support, die ihr gerade practiced. Trimby wird. Ey, Trimby. Der Nasus in dem Game, wo es keinen Sinn ergibt. Vor allem dann spielen sie, genau, weil dann spielen sie 0-2 und dann treffen sie auf PSG und dann denken sie, ja, okay, weißt du, PSG, da können wir jetzt auch mal hier entspannt mal die Kalista-Support auspacken und dann zack, 0-3. Heimflug. Nein.
Außerdem wird Trimby wird eh bald gegen Reckless ausgetauscht. Trust me. Ich hab's Skript gelesen. Das zweifle ich leider an. Gegen Reckless? Ja. Mad Lions verpflichtet dann Forgiven, wenn das soweit ist. Ich glaube, Reckless ist nicht mal im Roster dabei. Nee, Wunder ist im Roster dabei, oder? Ich glaube nicht. Hä? Wie dumm ist das? Haben die den nicht instant nach den LEC Finals wieder rausgeworfen? Weiß es nicht, aber ich dachte. Ich meine, der war nur Temporary Replacement für Oscar Rinnan. Das ist so traurig. Ich glaube auch, dass der Mann wieder fit ist. Wunder ist eine Maschine. Weil wir brauchen einen guten Top-Laner. Willst du damit sagen, Wunder ist kein guter Top-Laner? Nicht mehr, ja. Wunder ist eine Best-of-Five-Maschine. Also ich fand jetzt, also Wunder war jetzt nicht schlecht bei Fnatic gegen, also in den Playoffs, aber das Problem war halt, Wunder konnte halt zwei Champions und das waren Rennek und Gragas. Ja, vielleicht noch Ornn. Und da ist dann halt wieder aufgehört. Das war halt ein kleines Problem. Danny, ja. Bist du noch mit uns? Ich bin noch mit euch. Aber ich will einfach, dass Fnatic gewinnt. Die gehen 3-0. Ihr könnt mir gar nichts anderes erzählen. Das kann aber auch sein, das ist Lustige. Und deswegen ist es so schwierig zu predikten, weil Fnatic kannst du nicht predikten. Dann lass uns erstmal mit den LCS-Teams anfangen. Ich weiß, ihr kennt euch nicht aus, aber wir haben ja unsere beiden Play-In-Teams schon auf 0-3 quasi geschoben. Oder PSG macht ein 1-3. Ja. Wir haben aus NA NRG als First Seed, Cloud9 als Second Seed und Team Liquid als Third Seed. Ich bin ehrlich, wenn in der Konstellation ein Team rauskommt, dann ist es TL. Ernsthaft? Okay. Aber sind die schlechtesten. Ich weiß, aber ist ich nicht glaub, Energy schlechter? Energy hat das Finale gewonnen. Nein. Ja, das heißt in NA. Doch! Ja. Ach, ich habe hier Spring vor mir. Oh. Wir rudern zurück. Ich muss die neuen Playoffs finden. Das war ganz schön anzusehen, nee, eigentlich. Ich mag das Line-Up von TL. Ich sag TL. Er mag das Line-Up von TL. Ja, ich glaube tatsächlich, dass NRG mit der internationalen Competition ein bisschen überfordert sein wird und TL darauf vorbereiteter ist. Okay, wen hat denn NRG? Ich kann die Spieler nicht sehen. Mein Gott. So, Er kennt sie alle nicht. doch, ich kenn Igna und FBI. Ja. Ja, NRG geht 0-3. Es können nicht drei Teams 0-3 gehen. Es können nur zwei Teams 0-3 gehen. NRG 1-3. Dass die Nine natürlich D-Plex hat und der ist Deutscher. Aber der also, ist doch... Er spielt doch nicht. Ja, und? Aber der ist trotzdem ein Teil von dem Roster. Wow. Und Svens Keren, hallo? Der spielt zwar auch nicht, aber... Ja, aber die können doch nicht zwei Subs mitbringen, oder? Doch, ich glaube, zwei geht, oder nicht? Früher kriegen wir nur einer. Also im Ding sind, im Team stehen hier 8. Ja, das ist ein bisschen viel. Ja, bei den Koreanern stehen ja auch 1000. Aber... Es gibt's nicht bei zum Beispiel hier SSG, gab's da nicht 7 Skins? Nein, oder waren es auch nur 6? 6. Sicher? Ja. SSG, Show und? Oh, scheiße. IG hat auch 6. Ja, es sind immer 6, wenn Sub gespielt hat. Leute, trustet doch eurem Skin, Mister. Ja. Daya, Rakan, Ezreal, Jarvan, Zoe, Gnar. Ja, weißt du, was ich mich halt dann frage hier an der Stelle, ist, wenn du so einen Fudge hast, ne? Will der auf einem hohen Level da mitspielen? Also jetzt nichts gegen Fudge, aber... Ich glaube auch Sven kann nicht mithalten auf Support international. Da fällt es aber nicht so krass auf. Schau vor, Fatsch, ihr müsst euch mal da reinversetzen. Ihr seid Fatsch und dann müsst ihr gegen 369 spielen. Ja, er sagt einfach 369. Der heißt ja so. 369, Junge. Wer ist 369? Ja. Oh. 369, Co. Oder stell dir vor, ihr müsst gegen den Schüchternen spielen.
Oder gegen die Mülltonne. Oh, gegen den Schüchternen spielen. Ja, aber stell dir vor, auch die letzten Jahre, du musst gegen einen spielen, der das Spiel zum ersten Mal spielt. Ja. Auch. Ich muss ganz ehrlich sagen. Halt, warte, ich muss mir mal aufschreiben. So, 03 sind BDS und Oysters. Das heißt, 1-3 geht. Wie viele Teams können 1-3 gehen? Das muss 4. ich kurz ausrechnen. Nee. Müssen 4 sein. Nee, 6. Nee, 4. Mehr, Nee. also wenn zwei Hä? Teams 3-0 gehen können, Ich können auch nur glaube, zwei Teams nein, ich 0-3 gewinnen. glaube 2 und dann 3 und dann wieder 2. So, dann geht ein Also RG geht 1, 3. drei Teams können 1-3 gehen, drei Teams können 3-1 gehen. Und zwei Teams können Zwei Teams 3-2 können. und zwei Teams 2-3. So macht es Mad Sinn. Lions geht auch 1, 3. Warte, warte. Macht hier gerne eine Liste, aber wir gehen die Einzelnen durch. Ach so, Mad Lions hat mir ja schon gesagt, okay. Also ich glaube, NRG holt einen Win. Ja, okay. Boah, eigentlich will ich sagen, dass TL und C9 keinen Win holen. Ich habe noch, weil ich PSG gesagt habe, dass sie 0-3 gehen. Ich glaube, ein NA-Team geht auf jeden Fall 0-3. Eigentlich wäre es doch wahrscheinlich am besten, wenn wir einfach sagen, wer 1 bis 8 macht, oder? Von den Teams. Ja, aber wir wollen ja auch schauen, wer dominant ist. Ja, okay. Wir gehen gerade die ganzen Undominanten durch und dann haben wir den Rest für uns vorbereitet. Macht Also, Sinn. wenn alle NA-Teams und Mad Lions und die beiden Plains durch sind, dann bleiben 10 Spots. Davon sind 8 Advancement. Und 2 sind 2-3. Also realistisch gesehen, kann man NA EU sagen, dass sie vermutlich eher im unteren, in der unteren Hälfte sich Ja, das ansiedeln haben wir ja werden. gerade schon größtenteils gesagt. Also, ich glaube, es gibt keinen G2 vielleicht, Also, muss ich es wird sagen. ja wohl irgendein NA oder EU-Team 3 Wins holen, oder? Also, G2 Drei kommt auf Wins. jeden Fall weiter. Gehen nicht Ja, 3-0, die gehen doch. so ein Also, 3-2 auf Wins. Ich entspannt. könnte tatsächlich, finde ich sogar, dass bei G2 ist es sehr abhängig, aber G2 fand ich immer, die sind immer so Best of One-mäßig, waren die immer stark. Ja, das Problem ist, sie Also müssen dann auch. auch noch ein Best of Three spielen, um weiterzukommen. Also nur Best of Ones reichen nicht. Ja, aber um 3-0 zu gehen schon, oder nicht? Nein. Also das letzte ist Best of Three. Um weiterzukommen oder rauszufliegen, musst du Best of Three spielen. Aber die können dann Okay. auch gegen ein Team, was 1-1 steht, ein Best of Three spielen, ja? Nein. Aber wenn. Ah Du ne, klar, spielst die können immer ja nicht gegen gegen ein ein Team, 1-1 was Team. den Ja, ja, gleichen ja. Score Das hat war wie gerade du. voll der schlechte Gedankengang. Aber dann kannst du ja mit 3-0 nicht automatisch weiter sein, oder Doch, nicht? weil wenn du 2-0 stehst, ist die Series danach gegen den Ach so, du anderen spielst 2-0er. 2-0 gegen der auch 2-0. Okay, so macht's Sinn, Bis eine deiner Zahlen eine 2 ist, spielst du Best of Ones. Und sobald eine deiner Zahlen eine 2 ist, spielst du nur noch Best of Threes, bis du raus bist oder weiter bist. ja. Okay. Also. Dann muss ich aber sagen, trotzdem, G2 könnte sein, dass sie Ja, ein G2 kommt weiter. 3-0 Wir können ja jetzt machen. auch nicht sagen, ah, oh, die 4 LPL und die 4 LCK-Teams kommen weiter. So ist es ja nie. Nee, G2 weil kommt Fnatic nicht weiter. weiterkommt. Ich sag, Fnatic kommt auch weiter. So. G2 und Fnatic kommen weiter. Kannst Fnatic auch Nö. mit einem NA-Team substituten, was irgendwie random einen Run macht? Nee. Weißt du, So. was ich sag? Ja, hau raus. Ich Flying sag, Fnatic Oysters. fliegt Achso. raus und G2 und Mad machen's. Das ist bodenlos. Du willst Ich nur muss ja von. auch mal meine Boys von Mad Lions Du willst nur unterstützen. von Mad Lions enttäuscht werden, das ist dein Hobby. Ja, nur damit ich da Kanalpunkte verlieren kann auf Mad Lions. Also, ich sag, um es ganz kurz runterzubrechen, bei LPL kommen JDG, LNG und Bilibili weiter, während Weibo rausfliegt. Der Schüchterne fliegt raus. Ich glaube, der ist bei Weibo, ne? Ja. Und in Korea kommen weiter Gen.G obviously, T1 und dann, ja gut, die anderen beiden Teams jucken mich eigentlich nicht. Warte mal, D+ gegen KT. KT Roster ist scheiße und D+ Kia. Oh, die haben Deft. Ah, Ja, und das. Showmaker und Ja, dann kommt Canyon. von mir aus. Da fliegt da KT raus. KT und Weibo fliegen raus und dafür kommt G2 Fnatic Du sagst raus. ernsthaft, Alle dass anderen Teams KT sind raus. rausfliegt? Okay. Ja, guck mal, KT ist Roster an da.
Lin, Kuspi, die Aiming, Lehens. Also in der LCK war die ganze Zeit Genji das beste Team und KT das zweitbeste Team. Und danach war die Gap. Und dann ist Faker... KT war auch nur das zweitbeste Team, weil Faker weg war. Ja, dann ist Faker oder? Wiedergekommen. Ja, aber trotzdem genau. War da eine riesen Gap. Also sind die bedeutend... Ja, aber jetzt ist da eine riesen Gap mit Faker. Also sind die bedeutend besser als Damo und Kia. Kannst ja nicht plötzlich sagen, ich lese den Namen Showmaker und obwohl er das Jahr über nicht performt hat, kommt er trotzdem weiter, weil es ist Showmaker. Das ist ja Quatsch. Wir haben das coolere Roster. Wir haben das coolere Roster, ich glaube, ich höre nicht recht. Ey. Ja, also wenn ich ehrlich bin, muss ich schon sagen, Genji hat schon ein brutales Roster. Ja, Genji, also, ich sage Genji, JDG und BLG. Von diesen drei Teams gehen 2-3-0 und das andere 3-1. Weil ich auch sagen muss, ich believe, dass, also wenn ich sagen muss, welches Team 3-0 geht, dann sage ich auf jeden Fall JNG geht 3-0. Und das zweite Team, was 3-0 geht, entweder T1 oder Weibo. Ich glaube JDG. JDG ist safe. I believe T1. Er believed einfach in T1. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja, hey, ist unbedingt ist nicht schlecht. Hauptsache, die verlieren im Finale. Also, weil ich sag, T1 kommt es drauf an, ob sie jetzt, auf wie gut Faker gerade ist. Ja, der aber hat ja jetzt zum Beispiel seine Hand wohl fast wieder heile, hat er gesagt. Ja, genau, aber wenn er sich jetzt nicht unverhofft irgendwie Treppe runtergeschubst wird und sich die Hand bricht, dann würde ich sagen, ist T1 raus. Er sagt, T1 geht 3-0. Na gut. Das hängt aber, ja, wobei, wenn die 3-0 gehen, also kann T1 3-0 gehen, ohne dass sie gegen Gen.G spielen oder so? Ja, kann sehr gut passieren. Naja, okay. Dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, glaube ich. Weil ich glaube, das einzige Team, was T1 momentan ziemlich sicher schlägt, ist Gen.G. Der Rest ist so ein 50-50, würde ich sagen. Der underestimated JDG ein bisschen, ne? Der Mann. Joris. Ja, aber wann hat denn die LPL letztes Mal Worlds gewonnen? Also, sind wir ehrlich, ist auch schon wieder Jahre her. So, eins. Fast so, also lange, zwei. Fast so lange wie bei Fnatic. Wie bei EU. Same thing. Ja, wo man immer noch drüber streiten kann, ob was ist das jetzt für eine Aktion hier gerade von deiner Seite? Nur weil dein G2 noch nie Worlds gewonnen hat, wirklich. Ich bin wirklich kein G2-Fan, das ist mir wirklich egal, aber. Also, ich will ja nur sagen, Fnatic hat damals ganze 100.000 gewonnen fürs Worlds gewinnen. Alter, krank. Die waren so gut, die brauchten nicht mal viel Geld. Das Preisgeld bei den Worlds ist ja sowieso schon immer extrem aussagekräftig gewesen. Ja, das ist ja genau. Gut. Ihr müsst mal überlegen, dass die beim ersten Worlds haben die gegen Kevin gespielt. Ja, der war gut damals. Wo spielt Ruler nochmal bei? Bei JDG. Oh da, ja, ja, ja. Okay, dann die Koreaner noch gar nicht. Dann undervalued Louis JDG. JDG ist so krass, wirklich. Also JDG und Genji gehen 3-0. Oder BLG macht noch eine Aktion. Die haben auch in den Playoffs echt gut gespielt. Ja, natürlich ist Genji, das Roster von denen sieht auch extrem gut aus, so, aber ich zähle auf die Faker-Diff. Also ich glaube, dass alle vier LPL-Teams weiterkommen und dass Damwon rausfliegt und dann fliegt einer von KT, T1 und Fnatic raus. Und ich glaube, die meisten ist recht klar, welches Team das sein wird, aber ich werde es nicht sagen. Ich mache aber den Hot Take, ich glaube, dass Gen.G im Laufe des Turniers nicht so krass performt wegen ihrer Botlane. Aber die Botlane ist gut. Wenn die noch so unerfahren sind. Die sind nicht unerfahren. Ruler. Junge, Pace Ruler ist doch nicht unerfahren. Ja, Ruler ist bei JDG. Gen.G. Ach so. Ihr Pace, der ist, was ist der, 18? Die haben aber schon 2 Jahre LCK jetzt in den Knochen, die Botlane. Ja,
Ja, LCK, Schmelzeka. Ja, LCK bestes. Wann hat denn die LCK zuletzt Worlds gewonnen, ne? Ist auch schon wir fast ein Jahr her. Wir zählen nicht DRX, DRX zählt nicht. Ist schon fast ein Jahr her. Wieso zählen wir DRX nicht? DRX zählt nicht. Weil DRX scheiße ist mit Barret. Ich glaube, nee, man muss sagen, ich glaube ehrlich gesagt, dass das gar nichts auszusagen hat, weil ich glaube, Gen.G, die haben selbst wenn die Botlane nicht so ins... Nicht, die sind übelst also, gut, diese Botlane. Habt ihr den Aphelios gesehen? Ich weiß, die sind insane gut. Aber selbst wenn das der Fall sein könnte, dass sie quasi outclassed werden, haben sie immer noch Topside Doran, Peanut und Joey. Also da gibt es nicht viele Teams, die da irgendwas dagegen halten können. Wobei Peanut auf der World Stage schon öfter gechoked hat. Also früher. Ja, ich meine, das ist nicht recent. Ja. I believe in Gen.G. Ich wünsche. Außerdem muss man sagen, okay. Lee Sin hat einen Buff bekommen für die Worlds. Oh. Ja. Oh, da gab es eine und ganz da gab's geile Discussions. Also, findet ihr es noch cool, Lee Sin zu sehen oder mittlerweile langweilig? Habe ich ganz viel gelesen. Ich finde es gut. So ein, ich finde, also solange ich nicht Maokai sehen muss und Malphite top, ist mir alles recht. Das Problem ist, Lee Sin mit seinen 26% Lifesteal. Kann jetzt einfach easy solo naschen. Ja, also ich finde die Alternative mit so Charakteren wie Jarvan und so, finde ich nicht besser. Ich bin ehrlich, ich habe lieber Playmaker-Champions ja, in generell. Worlds. Es ist so geil, Pyke zu sehen. Als G2 auf 5 Positionen Pyke gespielt hat, gefühlt. Es war das Geilste, das war geil, zuzuschauen. Ja. Und jetzt. Es war 2019, oder? Ja. War das nicht sogar Worlds teilweise? Ich meine, es war MSI, oder? Ja, MSI nicht? War das. Ja, MSI war ja komplett krank, aber ich glaube, das haben die teilweise sogar noch in Worlds gemacht. Das kann sein. Also auf jeden Fall Pyke zuzusehen zum Beispiel, finde ich geil. So geile Thrash-Plays. Und dann Lee Sin ist spannender als Maokai und J4. Ja, gut, die Jungle-Meta ist halt so, ich hoffe sowieso, dass es ein bisschen mehr Lilia von Yike und so gibt. Oder Lilia, Belle. Also Lilia finde ich Lilia cool. Will ich nicht sehen. Doch, auf jeden Fall. Scheiß Champion. Ich habe Lilia immer gehasst wegen dieser Laufanimation, aber eigentlich ist der Champion schon ganz cool. Ja, ey, die Laufanimation ist doch geil. Solange wir nicht diesen scheiß CDR-Set sehen müssen, ist mir eh alles recht. Boah, also für die Worlds zum Zuschauen wäre das super, glaube ich. Nee, so nicht der CDR-Set. Oh. Nicht der CDR-Set. Und dann bring back Game 5 Blind Pick, Set gegen Set. Ja. Okay, ich würde sagen, wir haben uns ungefähr geeinigt, wer in die Knockout-Phase kommt. Also recht viel LPL, LCK offensichtlich. Dann haben wir noch G2 mit damit drin. Fnatic. Offensichtlich auch Fnatic. Und jetzt können wir natürlich nicht predikten, wie das Bracket aussieht. Und dementsprechend gehen wir über zum... Welches Finale würdet ihr euch wünschen? Und wer gewinnt es? Also theoretisch ist jedes Finale möglich, weil es keine Gruppen gibt, weil es keine vorgefertigten Seiten der Bäume schon gibt, sondern es stand jetzt, kann auch alles passieren. Ihr könnt euch also zwei Teams aussuchen. Ich zum Beispiel würde sagen, Loud kommt auf jeden Fall ins Finale. Nein, also Juris, du darfst mal anfangen. Wieso denn ich? Naja, du siehst so bereit aus. Wer kommt ins Finale? Warte mal, ich muss erstmal kurz. Die Teams hier sind raus, alle. Was war letztes Jahr das Finale nochmal? DRX? DRX Tier 1. T1. Stimmt, ja, T1. Oh, ich war eigentlich schon traurig, dass Jovi nicht im Finale war. War, muss ich sagen, glaube ich, mit das geilste Worst-Finale, was ich je gesehen habe. Aber du hast bestimmt 2016 gesehen. Ja. War noch ich habe alle bis auf 2020, glaube ich, gesehen. Ich mache jetzt hier, ich kann das Finale gerade noch nicht sagen, aber ich mache hier die Bold Prediction, G2 oder Fnatic kommt ins Halbfinale. Okay. Ihr habt es zuerst gehört. Bei G2 gehe ich mit. Ja, du bist auch ein Hater von Fnatic. Mann. Ich hab wo war Fnatic nach 2018? Oscar Rinnan geht einfach 3-0 und dann geht's ab. Dann kommt Noah mit Aphelios und zeigt den Koris mal, wie man Aphelios spielt. Ja. Ich glaube, die wissen, die Koreaner haben alle noch Mechanics in Aphelios. Die wissen mir gar nicht, dass es die überhaupt gibt. So.
Und die packen die erst aus, wenn es dann brenzlig wird. Ja, das kann sein. Glaubt ihr, es wird ein Team Kane Xerath spielen? Oh, nein, ganz sicher nicht. Aber stell mal vor, du bist so ein Play-in-Team. Du bist so Movie Star Rider oder so. Und dann musst du da gegen Faker spielen. Und dann sagst du dir einfach, okay, wir spielen jetzt einfach Xerath Kane. Was will er denn machen? Er muss mal ganz kurz telefonieren, 2 Sekunden. Er spielt Echo und er dasht. Nee, er spielt Belveth Mitte und dasht jedes Mal, wenn die Ult kommt. Faker ist einfach so gut, der kann einfach. Der muss gar nicht dashen, der sidesteppt hier einfach beim Laufen. Ja. Louis, wer kommt ins Finale? Ich sage T1. Ist das jetzt Wunsch oder ist das? Die Weltmeisterschaft, also kommt FKT ins Finale. Wirklich. 2015 hat angerufen, hey, und will Danny, ihren Hype Mann, zurück. Was soll denn das? Es ist ja das Finale zwischen JDG und T1. 2015 hat angerufen, möchte ihren Fnatic-Hype zurück. Ey, was ist das jetzt? Krass. Das ist Patriotismus. Ich sag T1 gegen JDG. Er sagt einfach, die LPL fliegt raus. Also ich sag, es kommt auf jeden Fall ein LPL-Team ins Finale. Und zwar entweder LGD oder BLG. Die anderen beiden nicht. Eins der beiden kommt auf jeden Fall ins Finale. Es könnte auch sein, dass die gegeneinander spielen. Und dagegen wird ein Korea-Team spielen. Ich denke Genji, nicht T1. Könnte aber auch KT sein, nicht T1. Und gegen JDG. Gewinnen wird auf jeden Fall das LPL-Team. Ich glaube, ich muss Korea ja auch noch einwerfen, dass mindestens ein Korea- oder LCK-Team gegen ein EU-Team rausfliegen Korea wird. Korea oder LCK? LPL. Ja, safe. Die Two haut irgendwie Weibo raus oder so. Mindestens ein Team von denen wird wegen denen rausfliegen. Ja, wenn du sagst, die Two und Fnatic, einer von denen kommt weiter, dann fliegt auf jeden Fall auf die. Nee, aber ich glaube auch nicht, dass sie nicht nur einen raushauen, sondern ich glaube, die hauen einen raus, wo wir jetzt momentan sagen würden, ist ein Favoritenteam. Ja, irgendwer underperformt halt immer. Und du kannst nicht wissen, wer es ist. Weil es ist T1, weil die haben Carrier und der ist nicht so gut. Ich glaube, Carrier ist hungrig. Der hat Bock auf die Welt. Ich wollte nur Joris tilten. Hatte ich neulich schon eine Debatte mit einem guten Freund namens, ich glaube es war Tim, also Execution. Der meinte die ganze Zeit, Carrier ist schlecht. Ja, wirklich, ich habe überlegt, ob ich mich ins Auto setze und losfahre. Geil. Frechheit. Nee, gegen Carrier kannst du nichts sagen. Ist vermutlich der beste Support in der ganzen. Ey, ich bin bold. Ich sage, JDG verkackt, weil irgendwer verkackt immer und es war RNG, als sie die 3 Dinger gewonnen hatten und den 4. holen wollten auch. JDG versagt, obwohl ich Ruler natürlich übelst gönnen würde und BLG gewinnt die Worlds. Nee, wir können jetzt nicht über JDG so schlecht reden, weil dann gewinnen die wieder alles. Ich liebe JDG. T1 ist so schlecht, T1 wird jede Runde verlieren. T1 verliert jedes Game. T1 ist so schlecht. T1 wird sicher direkt rausfliegen. T1 ist so kacke. Und fliegen raus. Ich denke, das passiert wirklich. Dann habt ihr es predicted. Dann habt ihr es predicted, das ist auch gut. Entweder die sind krass oder die sind nicht krass. In beiden Fällen habt ihr recht gehabt. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass dasselbe für Gen.G gelten kann. Ja, und dann gewinnt T1, bla bla. BLG gewinnt die Worlds. Nee, weißt du, ich sag, D plus Kia gewinnt's. Digga. D plus Kia. Schon der Name allein macht mich so wütend, dass ich nicht darüber reden will. Ja, was soll ich sagen? Die hießen halt so Damwon Kia und dann haben die sich gedacht, Leute, wir rebranden. D plus Kia es klingt auch einfach scheiße, das muss man einfach sagen. Das ist mein Problem mit der ganzen Sache. Das Logo sieht auch absolut ranzig aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das Roster von denen sieht schon sehr stabil aus. Aber es hat nicht sehr stabil gespielt.
Und das ist ja noch was Relevantes. Ach so, die machen ihr Hero Time auf den Worlds. Ja. Okay, also Louis sagt, D Plus gewinnt. Ich bin ehrlich, ich sag T1, das bleibt dabei. Jawohl, also, mein Mann. Was sagt Joris, T1, wer gewinnt? Revenge Arc. T1 Revenge Arc. Und ich sag, BLG gewinnt die Worlds. Hier habt ihr es zuerst gehört. Es wird nicht wenige Wochen dauern, dann wissen wir mehr. Und sehen wahrscheinlich die ersten Predictions untergehen. Wenn dann zum Beispiel doch laut aus den Planes rauskommen. Wenn dann plötzlich doch laut T1 raushaut aus den Worlds. True. Leute, es gibt wahrscheinlich wieder bei Maniac ein absolut geiles Tippspiel. Besser als das LoL eSports Tippspiel. Also auf jeden Fall vorbeischauen. Und es gibt wahrscheinlich auch wieder so ein Pick'em. Aber ich weiß noch nicht genau, wie das funktionieren wird. Ob man wirklich dann festlegen muss, wer wie welchen Score kriegt, weil dann wird's echt tough. Boah, das ist ja eieiei. Wahrscheinlich musst du einfach nur die Liste von den Bei CS musstest du das so machen, dass du wirklich auch die 0-3 und 3-0 Teams festlegen musstest. Boah, das ist hart. Das ist tough. Auf jeden Fall könnt ihr mit unseren Predictions bestimmt einiges anfangen. Wir verabschieden uns für diese Woche und hören uns nächste Woche wieder mit anderen Themen, die den E-Sports weniger betreffen. Und ich danke allen fürs Zuhören. Ich danke euch, dass ihr da wart. Und ich hoffe, wir haben so viel Recht wie letztes Mal. Diesmal haben wir auf jeden Fall mehr Recht. Sehr gut. Einfach, weil DRX nicht existiert. True. Predictions mal wieder komplett reinscheißen. Super, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.